Hallo Leute, ja, wir sind in einem neuen Sektor gesprungen, letzte Folge noch, und befinden uns jetzt hier. Wir hatten, glaube ich, die Möglichkeit, die Waffenfabrik uns hier auszuwählen und dann zu schauen, dass wir dort die Waffe machen, die gefordert ist. Ne, warte mal, war das jetzt richtig, Waffenzulieferer oder? Ne, Waffenfabrik war richtig. Da müssen wir jetzt hin und müssen gucken, dass wir die Waffe bauen, die dann da unsere Quest weitermacht, ne? Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Nach dem Intro geht's weiter. So. Okay, jetzt geht's. Ich dachte schon, das Schiff fliegt nicht. Wo ist denn der Waffenzulieferer? Habe ich den nicht gerade? Ich habe den gerade ausgewählt, oder? Oder hatte ich ihn wieder abgewählt? Kann auch sein. Ah, da hinten ist er. Dann fliegen wir da mal hin, die 55 Kilometer. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen, wie das hier so klappt. Ja, Thomas Stehler hatte geschrieben, dass ich natürlich das Chaos hoch 10 hier mache. Mein Hauptschiff nicht nutze, sondern irgendein anderes Schiff. Das ist ein Hauptschiff zum Abbauen und ich könnte irgendein anderes Schiff bauen und gut, aber ja, ich habe den roten Faden verloren. Genau so ist es. Und ich mache jetzt irgendwie, dass ich da diese Mission da erstmal mache und dann muss ich zum Kern irgendwann kommen, das ist auch klar. Dafür brauche ich wahrscheinlich irgendwie eine ordentliche Waffe, dass das klappt. Und ja, ist jetzt gerade irgendwie nicht so spannend, ist klar. Ja, ich habe, wie gesagt, den roten Faden verloren, das ist so, und ja, die Motivation ist tatsächlich auch nicht so hoch. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner letzten Videos gesagt, es klappt gerade nicht so gut. Und ja, ist halt so, ne? Muss man mal durch. So, Geschütztürme bauen. Kanonengeschützturm brauche ich jetzt. Wo finde ich jetzt den Kanonengeschützturm? Ist das hier so? Ich habe tatsächlich auch gar keine Ahnung, wie das geht, ne? Kann ich das denn jetzt irgendwie in meinem Frachtraum sehen, was da der Sache ist? Wir brauchen sehr... was ist hier los? Ich glaube, wir haben nichts von dem in diesem Schiff. Das ist unser Problem jetzt gerade. Okay. Ich glaube, das bringt uns jetzt hier gerade nicht weiter, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen mal in den Sektor gerade reingucken, weil da ist das richtige Schiff wahrscheinlich. Gehen wir mal in die Gurke gerade. Ich weiß es jetzt nicht, ob dies war. Aber wir werden es gleich sehen. Ladebildschirm müsste kommen. Da ist er. Genau, die Gurke hat tatsächlich die ganzen Rohstoffe dafür, ne? So, da muss es ja ein Tor geben, was auch hier hingeht, nach Nordost. Da müssen wir mit der Gurke da mal durchspringen, ne? Das ist dann so. Gut, schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Ich glaube, ein Asteroid ist gerade nicht im Weg, dann geht's, ne? Jo. Dann sind wir durch. Ja, Thomas Stehler hat auch zum Beispiel geschrieben, dass er eine ganze Flotte da zum Beispiel abbauen lassen kann. Das ist auch so, genau. Und ja, ich krieg's aber nicht hin. Ah. So, jetzt weg. Da müssen wir hin. Da ist auch unser zweites Schiff. Die Gurke fliegt da jetzt hin und das Hauptschiff baut irgendwo Eisen ab wahrscheinlich. Das ist dann halt so. Jetzt will ich nur gucken, dass ich jetzt erstmal diese Kanone kriege. Oh, das war knapp vorbei, ne? Ich glaube, Schaden haben wir noch nicht mal genommen.
Dann geht's ja, ne? Mal gerade so geklappt, dass ich da andocken kann, ne? So, Geschützturm bauen. Dieses Fenster mal nach links schieben, glaube ich. Also der Kanonenturm ist jetzt Zutaten des Kanonengeschützturm. Können wir mal jetzt gucken hier. Kann ich das irgendwie herausfinden? Doppelpoint Defense, ne? Also ich muss ja irgendwas mit Servos finden, das 85 braucht, ne? Das war gerade 45. Aber vielleicht kann ich die 85 auch selber erhöhen dann, ne? Das weiß ich aber nicht. Sammle die folgenden Zutaten, um einen exotischen Kanonengeschützturm zu bauen. Fabrikbaupläne. Infiltrarbaupläne. Selten. Was steht da? Exotische Kanone. Seltenheit. Exotisch, Dreifachkanone. Ist es die? Wir haben Kabel, wir haben Stahl. 2540, ja. Hier müssen wir noch ein bisschen was reinmachen. Sprengladung haben wir. Dann haben wir hier noch Hochdruckröhren. Ja, sind auch die. Sind auch 16. Haben wir auch. Und Sprengköpfe. 25 Sprengköpfe haben wir. 31. Und dann haben wir noch die Servos mit 85. Ich glaube, das ist unser Deal. So, und jetzt können wir das bauen. Wenn wir die Kohle dafür hätten, ne? Du brauchst mindestens ausgezeichnete Beziehungen, um außergewöhnliche Touristen besser zu bauen. Ach, das kommt auch noch dazu. Also wir uns fehlen hier erstmal 3,5 Millionen oder 3 Millionen oder sowas. Ne? Drei, ja, so ungefähr. Und dann sind wir natürlich hier noch nicht mal mit denen in der Fraktion hier Best Friend. Ne? Ja, das ist natürlich schlecht. Sind wir gut mit denen? Ausgezeichnet müssten wir sein. Dann wollen wir noch mal gucken, wie weit das ist. Gut, und ausgezeichnet ist da. Da brauchen wir 80.000 Points für. Und wir haben mal gerade 36. Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt hier was erledigen, ne? Damit das besser wird. Nächstes Problem. Das würde ja für einen Handelsposten sprechen, dass wir da was machen, ne? Aber ob das dann besser wird, ist die nächste Frage. Warte, wir müssen hier und dann muss hier irgendwo der Handelsposten, da ist der Handelsposten. Aber ich lasse mal dieses Schiff jetzt gerade hier stehen und wechsle in das andere Schiff rein, was unseres ist, oder? Das ist doch unser Schiff hier, oder? Wieso wird denn das gerade weggeschoben? Ha? Was ist das denn für eine Aktion gewesen hier? Nochmal Karte, nochmal Handelsposten. Und dann müssen wir zum Handelsposten. Der, wo war er jetzt? Da oben. Alles ist da oben. Ja, fliegen wir da mal hin, oder? Also die Klamotten haben wir ja dann schon mal. Schiff ist auch an der richtigen Stelle. Dieses Schiff hat sogar eine Bewaffnung, die gut ist, weil es nicht angezeigt wird, dass es schlecht ist. Aber irgendwie ist das sehr träge beim Fliegen, oder? Kann das sein? Obwohl, da oben geht es mit 1800 weiter. Nee, so schlecht ist es eigentlich auch nicht. Es ist die Frage, wie kriegen wir die Punkte am schnellsten hoch? Durch Handel sicherlich geht da was, aber ich glaube auch nicht schnell, oder? Ja, das wüsste wieder Thomas Steele, ist klar.
Aber den kann ich jetzt gerade nicht fragen, ne? Der kann nur einen Kommentar schreiben. So. Die Docs sind alle da oben, okay. Jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir es nicht rammen hier. Haben gerade wenig Energie, wa? Also der dreht relativ schlecht, ne? Und andocken will er auch nicht so frühzeitig, ne, oder? Jetzt haben wir ihn aber. Güter handeln. Ja, das ist jetzt so eine Geschichte, ne? Wenn ich den jetzt kaufe, ne? Maximal 447. Aber maximal 12. Habe ich jetzt gekauft und habe 3000 dazu gekriegt. Jetzt kann ich die 12 wieder verkaufen. Habe ich nochmal 2,5 vielleicht dazu gekriegt. Kaufen. Es fehlen jetzt. Kaufen. Habe ich nochmal 2,5 dazu gekriegt. Oh, jetzt habe ich 4678 dazu gekriegt. Sehr interessant. Ein Schiff in einem Sektor ruft um Hilfe. Okay, da kann ich jetzt nicht helfen. Das würde nicht gehen, weil wir nicht mehr genug Geld haben. Neun, nee, achte. Da kannst du gleich 8 kaufen nur. 2,5 gab es dafür. 3,7. Achte kaufen geht wieder nicht mehr. Jetzt nur noch 7 kaufen. Da gab es jetzt 5000 Points für. Da gab es 6000 Points für. Aber kommen doch mal einige zusammen, oder wie sehe ich das? Gut, ich weiß nicht, ob die 7000 hier jetzt da sind. Das das, was ich dazu kriege? Das wäre ja schon komisch. Ha? Vier Piraten greifen den Sektor an. Ja. Kaufen wir jetzt mal. Kann ich die noch verkaufen? Ja. Jetzt kaufe ich die. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt nur noch 3. Kaufen. Und verkaufen. Kaufen, es fehlt Geld. Kaufen. Okay, jetzt sind es nur noch 500. 900, jetzt wird's nämlich schlechter. 1400. 1800. Jetzt gucken wir da mal rein gerade, ne? Ja, das ist schon eine Ecke hochgegangen, aber 62.000. Wir müssen irgendwo hier bei 80.000 hin, ne? Und jetzt ist Geld alle, die 234, die lassen wir mal gerade so, weil vielleicht müssen wir auch noch irgendwo eine Dingens bezahlen, sag schon, eine Crew. So, das haben wir erstmal. Können wir hier nochmal ein Ressourcendepot wieder suchen? Was es hier natürlich nicht gibt. Raumjägerfechter, Handelsposten, Waffenfabrik. Güter handeln. Nee, das bringt mir alles nichts. Ich müsste jetzt Ressourcen verkaufen, das ist jetzt das Entscheidende. Karte, ist das hier denn im Nachtersektor? Schiffswerft ist da, okay. Beschleunigerfabrik, Kraft, Generatorfabrik, Handelsposten, Teusler Spulen, Beschleunigerfabrik, Fahrzeugfabrik, Handelsposten. Ja, leider nicht.
Auch nicht. Gibt es hier einen Blips? Ja, da gibt es einen Blips. Das heißt, wir springen mal dahin. Wo müssen wir hinspringen? Da müssen wir hinspringen. Gut. Dann werden wir das mal in Anbetracht ziehen, dass wir da hinkommen. Und schauen, dass wir dann dort bei dem Blips vielleicht Glück haben und ein Ressourcendepot finden, wo wir Sachen verkaufen können. Schauen wir uns mal an, ne? Aber ich sag mal, nachdem wir gesprungen sind, kurz reingeguckt, dann kümmere ich mich um das Ressourcenpool, das Finden und ja, sonst machen wir einen Cut, ne? Gucken wir mal hier rein. Reparaturdock und eine Schiffswerft gibt es hier. Ja. Reparaturdock, war das nicht das da, wo ich meine Dingens alle retten könnte? Das hat der Thomas Steele auch geschrieben, ne? Ich sag mal, wir suchen mal weiter und schauen dann weiter. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.